Hey, übernimmst du für mich Tisch 7? Tisch 7 mit meinem fast 60 Kilo schweren Verlobten, dem strammen Hengst mit einer Anfälligkeit für Pickel und Bindehautentzündung? Nein, ich meine den Tisch mit meinem Ex-Freund und seiner zauberhaften, kultivierten und erfolgreichen Freundin, neben der ich wie eine zahnlose Hinterwäldlerin wirke. Willst du, dass ich heiße Suppe auf dich schütte? Ach, du bist doch nicht der Typ dafür. Ich weiß, aber wenn sie gleich etwas Fettarmes bestellt, kriegt sie auf jeden Fall die Vollfett-Variante. Das ist mein Wasser. Was? Mein Wasser, du trinkst es. Großer Gott! Hast du schon davon getrunken? Ja, es ist mein Wasser. Tja, das war's dann. Ich bin tot. Und es geht los. Bitte entschuldige, muss ich dir wirklich die Kausalität erklären? Der Speichelrückfluss im Glas enthält alle Krankheitserreger, die in deinem Mund Home Sweet Home singen. Ganz abgesehen von den Gästen, die mit der tanzenden Zunge deiner subtropischen Freundin eintreffen. Hey, das sind meine Schwester und mein Land, die du beleidigst. Leonard mag das eine besudeln, aber du wirst nicht über das andere herziehen. Wisst ihr schon, was ihr wollt? Ja, ich hätte gerne eine 7-tägige Kur mit Penicillin, etwas IP-Cup-Sirup, damit ich erbrechen kann, und ein Pfefferminz. Das verstehe ich jetzt nicht. Er hat aus Leonards Glas getrunken. Er hat aus Leonards Glas getrunken. Diese Worte meißeln sie in meinen Grabstein. Das ist jetzt meine Serviette. Oh, das ist ein Albtraum. Wo willst du hin? An die Bar. Ich sterilisiere meinen Mund mit Alkohol. Auf dem Weg, Todgeweihter im Anmarsch. Also dann, hier wäre zweimal Limonade, ein Eistee und ein Rootbier für Priya. Ist das Diät? Das, was du wolltest? Danke sehr. Hey, haben du und Howard schon Pläne für die Hochzeit? Ja, wir wollen auf einer Steilküste heiraten mit toller Aussicht auf den Ozean. Ja, die Aussicht abzustürzen und zu ertrinken mildert das große Zittern vor der Hochzeit. Was hat deine Mutter dazu gesagt, dass du heiraten willst? Er hat es ihr noch nicht gesagt und wartet auf den richtigen Moment. Ja, ich dachte, ich flechte es in die Grabrede ein. Howard, du musst es deiner Mutter sagen. Hast du denn schon deiner Mutter gesagt, dass du mit der Magermilch hier gehst? Das ist was anderes. Erstens sind wir nicht verlobt und zweitens sind indische Eltern immer sehr besorgt um ihre Kinder. Na klar, ja, während jüdische Mütter ihre Söhne dazu anhalten, ihr Leben locker und flockig zu führen. Ich habe mit Tequila gegurgelt und möglicherweise etwas davon verschluckt. Geht's dir gut? Sehr gut, danke der Nachfrage. Ich liebe dich so sehr. Feuerdämon. Feuerdämon, Sheldon erhöht die Hitze. Trollmeister. Check das, Haut kriecht unter der Brücke hervor, nett. Wassernymphe. Oh ja, sie hat ihr Feuchtgebiet an der richtigen Stelle. Könntest du bitte spielen ohne Kommentar zu jeder Karte? Entschuldige. Wandelnder Baum. Ein letzter noch. Ich wandle und schwinge meinen Prügel. Okay, der Adler ist gelandet. Was heißt das? Bernadette und meine Mom treffen sich zum Essen, um sich endlich näher kennenzulernen. Oh, das klingt doch nett. Ich hoffe mal. Meiner Erfahrung nach wird meine Mutter sie unzerkaut verschlucken und wie eine Eule ihr Gewölle ausspucken. Kennst du bereits Bernadettes Eltern? Du meinst Adolf und Eva? Noch nicht. Ein Stechschritt nach dem anderen. Sheldon, das ist mein Wasser. Oh, großer Gott! Das ist nicht dein Wasser. Ich weiß. Wo ist das Mundwasser? Wo denn wohl? Ma, ich bin zu Hause! Wo steckst du? Ich bin auf der Toilette! Und, wie ist es gelaufen? Zu früh für eine Prognose. Ich bin noch nicht fertig. Nein, ich meine dein Essen heute mit Bernadette. Oh, ich hatte ein Pastrami-Sandwich. Sie hatte Aubergine-Lasagne. Aber wer bestellt sowas in einem jiddischen Restaurant? Ja, abgesehen davon, seid ihr klargekommen? Habt ihr geredet? Aber ja! Hast du gewusst, dass sie zur Schule geht, um Mikrobiologin zu werden?
Nein, das hat sie überhaupt nicht erwähnt. Ich wette, sie hat's dir gesagt, aber du hast nicht zugehört. Ja, ganz bestimmt. Was sagst du denn? Gefällt sie dir? Sie ist toll, ha? Huh? Sie ist ein liebes Mädchen, ein süßer Käfer. Das höre ich gern, denn ich habe ein paar Neuigkeiten. Ich hoffe, es sind gute Neuigkeiten, denn hier drin läuft's mehr als enttäuschend. Bernadette und ich wollen bald heiraten. Ma? Bist du mit Drücken beschäftigt? Ma? Oh mein Gott, Ma! Geh zurück, ich breche die Tür auf! So ein Mist, Ma, Hilfe! Hey! Hallo. Ich hab dich schon eine Weile nicht gesehen. Wie geht's denn so? Oh, abgesehen davon, dass ich das Ende des exponentiellen Wachstums der virulenten Organismen erwarte, die durch meine Mikrovilli in meinen Blutkreislauf einmarschieren. Hervorragend. Was ist daran so amüsant? Keine Ahnung, ich hab nämlich kein Wort verstanden. Also ist dein Frohsinn nur eine Entladung nervöser Energie, ohne irgendeinen semantischen Inhalt. Mein Frohsinn, echt klassisch. Ist irgendwo ein Bahnhof in Sicht, wo ich auf deinen kichernden Gedankenzug aufspringen kann? Es ist nichts Besonderes, Sheldon, sondern nur, seit Leonard mit Rats Schwester liiert ist, muss ich mich ja von euch fernhalten. Dadurch höre ich euer Papalapap nicht mehr. Papalapap? Ich mache kein Papalapap. So? Was machst du zurzeit in der Uni? Oh, ich arbeite an zeitabhängigen Hintergründen in der Stringtheorie, speziell an der Quantenfeldtheorie im D-dimensionalen De Sitter-Raum. Also selbst du musst zugeben, dass das Papalapap ist. Interessant. Weißt du eigentlich, woher der Ausdruck Papalapap kommt? Oh, mein Gott, gibt's jetzt Papalapap über Papalapap? Howard und seine Mutter sind im Krankenhaus. Wir müssen zu ihnen. Oh Mann, was ist passiert? Er hat nur eine SMS geschickt. Beeilt euch. Na klar. Sheldon, na los. In ein Krankenhaus? Wo kranke Menschen sind? Oh nein, auf keinen Fall. Okay, dein Freund und seine Mutter sind da, also gehen wir hin. Ich kann nicht. Jetzt sag bloß nicht, du hast Angst vor Keimen. Nicht vor allen Keimen. Nur vor denen, die mich umbringen. Ich habe ja auch keine Angst vor allen Steakmessern. Nur vor dem, dass mir den Thorax durchbohren könnte. Na schön, ich werde Howard sagen, dass du nicht kommst, weil dir deine Gesundheit wichtiger ist als seine. Ich könnte mir denken, dass er das weiß. Okay, weißt du was? Ich finde das unmöglich. Du kaufst dir diese Superhelden-T-Shirts, aber wenn du mal aktiv werden sollst und das Richtige tun müsstest, versteckst du dich in der Waschküche. Na schön, ist gut. Nur, dass ihr es wisst, meine Tante Ruth ist in einem Krankenhaus gestorben. Sie besuchte dort meinen Onkel Roger, fing sich etwas ein und biss eine Woche später ins Gras. Nun teilt sie sich eine Kaffeedose auf dem Kaminsims meiner Mutter. Dann habe ich die Badezimmertür eingetreten, meine arme, bewusstlose Mutter runter zum Wagen getragen und bin wie ein Wahnsinniger zur Notaufnahme. Du bist ein richtiger Held, Howard. Nein, das hätte doch jeder so getan. Okay, nicht so schnell. Du hast deine Mutter getragen? Sie kann von ihren eigenen Beinen kaum getragen werden. Ich war vollgepumpt mit Adrenalin. Ja, so wie Frauen Autos hochstemmen können, um ihre Babys zu retten. Sag ich ja, ein Auto ist leichter. Was willst du denn hören? Als ich endlich den Mut gefunden hatte, ihr die Hose hochzuziehen, war ich nicht zu stoppen. Und, wie geht's ihr jetzt? Sie wollen sie noch weiter untersuchen. Vielleicht war es ein Herzinfarkt oder ein Herzinfarkt-ähnliches Ereignis. Was ist der Unterschied? Ein Herzinfarkt-ähnliches Ereignis ist ein Ereignis, das einem Herzinfarkt nicht unähnlich ist. Danke für die Aufklärung. Allerdings sind Koronareignisse ausgesprochen gut behandelbar. Was viel wahrscheinlicher Howards Mutter umbringt, sind die antibiotikaresistenten Superbazillen, die in jedem Winkel dieses Krankenhauses vor sich hin brüten. Also, das ist nicht hilfreich. Das sehe ich anders. Jetzt setz dich da hinten hin.
Da drüben sieht es sauberer aus. Liegen denn Herzkrankheiten in eurer Familie? Meine Familie gilt als Erfinder der Herzkrankheiten. Auf einer Höhlenzeichnung in Frankreich macht einer meiner Vorfahren Sucht. Dann ist es womöglich genetisch. Ja, mag sein. Mom hat allerdings auch eine Nachricht erhalten, die sie vielleicht aufgeregt hat. Welche? Ist nicht so wichtig. Aber Howard, ich werde bald deine Frau. Du kannst mir alles anvertrauen. Ja, das sollte so sein, aber nein. Du hast ihr gesagt, dass wir bald heiraten und daraufhin hatte sie einen Herzinfarkt? Ja, aber nimm das jetzt nicht persönlich. Ja, nicht persönlich, wie sonst? Du solltest natürlich bedenken, dass seit mein Dad uns verlassen hat, bin ich sozusagen das Ein und Alles für meine Mutter. Glaub mir, sie würde sich von jeder Frau bedroht fühlen, die mir das gibt, was ihr versagt ist. Du meinst Geschlechtsverkehr? Wenn du es so sagst, klingt es ein bisschen unheimlich. Was ist passiert? Howards Mutter hatte einen Herzinfarkt, weil ich mit ihm schlafe und sie das nicht tun kann. Bernie, warte! Ich gebe dir $1,000, wenn du mich nach Hause fährst. Nett, dass du dich um Howard sorgst. Na, er ist mein Freund, da ist das so. Tut mir leid, habe ich was verpasst? Das ist nur so bizarr. Howard Wolowitz ist mein Freund. Er wollte mir mal die Zunge in den Hals stecken, da habe ich ihm die Nase gebrochen. Das würde ich eher glauben, als dass er dein Freund ist. Ja, ist schon ziemlich schräg. In Indien hatte mein Bruder auch Freunde wie die hier. Sie trugen Gymnastikanzüge und Schutzbrillen und nannten sich die New Delhi Power Rangers. Du meinst, als er klein war? Nicht so klein, wie du jetzt vielleicht annimmst. Das Zeug schmeckt furchtbar. Wollen wir uns aus der Cafeteria einen richtigen Kaffee holen? Gern. Wir holen uns unten einen Kaffee. Wollt ihr auch was? Ich möchte nichts. Das ist ja schön, dass Sie sich so gut verstehen. Deine Freundin und deine Ex hängen zusammen rum? Oh ja, das ist bestimmt gut für dich. Wie ist denn das gemeint? Die eine hat dich abserviert. Soll sie der anderen wirklich sagen, wieso? Das ist doch egal. Ich hab mir nichts vorzuwerfen. Gut, dann ist hier alles bestens. Ja, das ist es ja auch. Du bist ein gemeiner kleiner Fiesling. Wer denkt, das kommt daher, dass meine Eltern mich nicht lieben? Sie lieben mich sehr. Nee, es liegt nicht an dir. Es sind nur ihre festgefahrenen Ansichten. Wie soll das mit uns funktionieren, wenn der Gedanke an unsere Hochzeit deine Mutter umbringen könnte? Das ist der Kreislauf des Lebens, Schatzi. Eines Tages wird unser Sohn jemanden heiraten und das bringt dann dich um. Howard, ich muss auf die Toilette und niemand will mich nach Hause fahren. Und was stimmt nicht mit den Toiletten hier? Pneumokokkus, Streptokokkus, Staphylokokkus und diverse andere Kokkenarten. Sheldon, meine Mutter liegt auf dem Totenbett. Meine Verlobte ist verzweifelt, weil sie dorthin gebracht hat. Und ich fahre dich jetzt nicht nach Hause. Würdest du wenigstens mitkommen, um die Türen zu öffnen und die Urinalspülung zu betätigen? Nein! Ich muss jetzt mal darauf hinweisen, dass zu einer Freundschaft ein gewisses Geben und Nehmen gehört. Halten Sie die Tür auf! Mr. Wolowitz? Geht's dir besser? Es war kein Herzinfarkt. Sie ist wach, erholt sich ganz gut und wir machen noch einige Untersuchungen. Kann ich zu ihr? Naja, sie hat gesagt, und ich zitiere, ich will zuerst die kleine Katholikin sehen. Mich? Warum ich? Das fragen sich die Juden seit Jahrhunderten und es gibt keine vernünftige Antwort darauf. Okay, dann wünsch mir Glück. Keine Panik, du schaffst das schon. Wir verstecken nur mal das Kreuz. Wenn sie es berührt, brennt es. Sie kommen mit einer Katholikin zu Ihrer Mutter? Ja. Na, dann schreibe ich Ihnen was gegen Panikattacken auf. Na, endlich. Oh.
Was für eine Hölle ist denn das? Halt! Sie dürfen nicht raus! Sie sind kontaminiert! Nein, bin ich nicht. Es ist alles gut. Und was verrückte Mütter angeht, Leonard hat von seiner Mom keine Anerkennung erfahren. Oh, der Ärmste. Er versucht verzweifelt, Frauen zufriedenzustellen. Deswegen zieht sich das Vorspiel so lange hin. Ja, das ist echt wahr. Als wolle er einen Preis gewinnen. Ein guter Rat, schlaf nicht dabei ein, dass der sehr nachtragt. Hilf mir! Komm zurück! Penny! Ich habe ein paar Sachen angestellt, die Penny vielleicht ein bisschen albern fand, aber... Und was? Ach, hin und wieder habe ich für sie, bevor wir ins Bett sind, gewissermaßen eine Show aufgeführt. Was meinst du mit Show? Na, du weißt schon, die Art und Weise, wie ich mich ausgezogen habe. Also, so Musik? Ohne Musik wär's doch wohl total bescheuert. Dann war's ein Striptease. Tja, also ich habe mich nicht um eine Stange geräkelt. Gut, gut. Einmal hatte ich so ein Körperglitzerzeug drauf. Also ich denke nicht, dass Penny das meiner Schwester erzählen wird. Nein, das würde sie nicht. Dein Problem ist, ich sag's ihr. Du bist echt ein gemeiner Giftzwerg. Oh Gott, das ist wirklich so. Ja, ich weiß. Gut. Hey, wieso hat das so lange gedauert? Wir hatten nur eine Unterhaltung. Ist ja nett. Worüber? Wir tauschen uns nur darüber aus, wie du dich im Bett verhältst. Witzig. Ja. Und wenn das kein Witz war? Auch das macht nichts. Ich bin der König des Vorspiels. Hey, wie ist es gelaufen? Du bist ein Putz. Weißt du, was das bedeutet? Ja, und du? Deine Mutter hat es mir gerade beigebracht. Sie hat sich bei unserem Essen eine Lebensmittelvergiftung geholt und wollte sich nur vergewissern, ob es mir gut geht. Und? Geht's dir gut? Nein, weil ich mit einem Putz verlobt bin. Du hast mich glauben lassen, dass sie wegen mir einen Herzinfarkt hatte. Also basierend auf den Vorlieben... Halt den Mund! Sie findet, ich bin eine wunderbare Frau und du hast Glück, dass du mich hast. Wo willst du jetzt hin? Auf die Toilette, oder ist das dem Herrn nicht recht? Liegt das nur an mir oder klingt sie sexy, wenn sie wütend ist? Gebirgself. Der Elf ist nur sein Notbehelf. Höllenhund. Höllenhund. Who let the satanic dogs out? Who, who, who? Kolossale Giftschlange. Ich habe meine kolossale Schlange gleich hier. Doch. Muss das sein? Entschuldige, ich wollte dich nur aufmuntern. Verwesender Zombie. Sheldons neues Facebook-Foto. Sendor, Zauberer des Nordens. Ha, ich hab gewonnen. Wenn man ausklammert, dass du 2 Wochen unter Quarantäne stehst, weil du einem tödlichen Virus ausgesetzt warst, hast du wohl recht.